Gianni Infantino im Fokus der Weltöffentlichkeit. Mit dem neuen FIFA-Präsidenten sind viele Erwartungen verbunden. Er soll für Ruhe sorgen, den skandalträchtigen Weltverband wieder auf Vordermann bringen und in die Zukunft steuern. In eine Zukunft, in der es im Weltfußball einen Videobeweis geben könnte. I think it is important, it's even crucial. Ich denke, es ist wichtig. Es ist entscheidend zu sehen, welchen Einfluss die Technologie auf den Fluss des Spiels hat. Fußball ist ein spezielles Spiel, der schönste und wichtigste Sport der Welt. Und wir dürfen den Fußball nicht töten. Infantino sieht sich als Visionär, will mit gelungener Videobeweispremiere für positive Schlagzeilen sorgen. Vor allem, indem er in seinen ersten Tagen im Amt etwas tun kann, was in der FIFA in den letzten Monaten kaum möglich war: über Fußball reden. Wenn der Fluss des Spiels garantiert ist, dann denke ich, sollten wir sehen, wie die Technologie dem Spiel helfen kann. Aber wir sollten mit ernsthaften Tests starten, eher früher als später. Wir werden in Cardiff sehen, welche Versprechen gemacht werden. Und dann sehen wir weiter. Neben der zukunftsträchtigen Technik ist die aufgeblähte 40-Nationen-WM Infantinos Lieblingsprojekt. Trotz des Widerstands, unter anderem vom DFB, hält er daran fest. Wir geben 8 weiteren Ländern, 8 Teams die Möglichkeit teilzunehmen, aber vielen weiteren Mannschaften die Möglichkeit von einer Teilnahme zu träumen. Kann ich ja als Vertreter des deutschen Fußballs nur sagen, dass ich dem nicht zustimme oder dass ich das nicht gutheiße, weil es natürlich noch weiter aufbläht. Wir glauben, dass die jetzige Lösung ganz gut ist. Mein Platini hat es bei der UEFA ja auch vorgemacht. Natürlich ist es ein bisschen Stimmenfang. Das muss man jetzt so akzeptieren, aber muss man schauen, inwieweit er das dann durchbekommt. Ich glaube, wir haben uns da recht klar positioniert. Infantinos Reformen und Ideen sind streitbar, aber solange das FBI weiterhin ermittelt, sicherlich die kleinsten Probleme, die die FIFA derzeit hat.